Was geht ab, meine Überlebenskünstler, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Daisy Diaries. Ich bin jetzt momentan in Nutbor, in einer Stadt Nähe von Radunin, und ich glaube, das kann hier eigentlich ein recht guter Hotspot sein. Ich bewege mich jetzt mal hier in Richtung Häuser und warte einfach mal ab, ob hier was geht, und ob das Ganze natürlich freundlich ausgeht, das werdet ihr sehen. Leider sind überhaupt keine Spieler hier in diese Stadt gekommen, weder ausgerüstete, full-equippte Leute noch Bambis. Deswegen habe ich mir gedacht, ich loote diese Stadt jetzt noch einmal richtig. Ach ja, wenn wir schon mal hier sind, dann looten wir doch gleich mal hier das Krankenhaus. Warum nicht? Scheint sogar noch ungelootet zu sein. Okay, ein kleines Update, liebe Leute. Ich bin jetzt hier gerade irgendwie bei einer Military Base. Ich habe mich wohl etwas verlaufen. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo ich bin. Aber wenn wir jetzt gerade schon mal hier sind, würde ich sagen, da gehe ich doch gleich mal rein. Oh ja, das hört sich aber nicht gut an, Leute. Die Wölfe müssen irgendwo direkt vor mir sein. Ja, und hier schießen möchte ich jetzt eigentlich auch nicht. Ich bin in der Nähe von der Military Base. Oh nein. Versuchen mich zu umlaufen, die Wölfe. Ich muss hier rauskommen. Ich glaube, das müssten alle gewesen sein. Sollte ich mich natürlich erstmal bandagieren. Viel Energie haben sie jetzt nicht abgezogen, das war schon mal gut. Ich blute auch nur einmal. Ich könnte natürlich auch die Wölfe, aber eigentlich sollte ich hier weg. Ich habe einfach zu laut oder zu lang geschossen. Aber ich probiere jetzt hier einen Wolfsteak noch mitzunehmen.
Bacon. Sollte eigentlich reichen. Ich nehme das Tierfett auch noch mit. Let's go. Erstmal weg hier. Ich weiß ja auch gar nicht, ob jetzt noch mehr Wölfe kommen. Ich weiß es nicht, wenn ich jetzt natürlich länger hier bleibe, ob dann da noch Nachzügler kommen. Aber was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass ich weg muss, weil ich habe ziemlich rumgeballert. Ja, da vorne kommt ein Straßenschild. Nice. Kann ich mal gucken, wie weit ich noch entfernt bin. Okay, ich muss einfach geradeaus weiter Richtung Norden. Ich probiere jetzt natürlich erstmal wieder zu diesem Military Airfield zu kommen, da wo der Trefnix ist. Der Trefnix war ja jetzt 2 Tage nicht online. Dann habe ich mir natürlich gedacht, hey, egal, ich zock trotzdem. Und auf jeden Fall mache ich mich jetzt erstmal wieder auf den Weg zu ihm, sodass wir natürlich später dann wieder zu zweit unterwegs sind. Ich würde jetzt erstmal sagen, wir gehen wieder rein in die Zivilisation. Vielleicht finde ich ein paar Spieler, wo ich natürlich die MP loswerden kann. Oder ich werde über den Haufen geballert und es wird mir einfach genommen. Wer weiß. Ich glaube, ich werde mich jetzt erstmal hier in einem Double Queen verkriechen und erstmal die Stadt kurz ein bisschen beobachten. Weil es bringt mir nichts, wenn ich natürlich jetzt doof durchrenne und dann von der Seite wieder oder von hinten geholt werde. Deswegen werde ich mich jetzt hier erstmal kurz ein bisschen entspannen und einfach mal kurz die Lage checken. So, kleines Update, Leute. Ich habe jetzt wirklich versucht, mehrere Stunden irgendwas auf diesem Server zu reißen. Und irgendwie habe ich keine anderen Spieler gefunden. Deswegen dachte ich mir, hey, wieso nicht? Gehen wir doch eine in dieser Großstädte und besuchen einfach mal einen Weihnachtsbaum. Und ich stehe jetzt auch gerade hier direkt vor einem. Also für die einen oder anderen, die nicht wissen, wie der Weihnachtsbaum aussieht, dürft ihr hier mal schauen. Also ich bin jetzt hier direkt am Weihnachtsbaum. Ich weiß auch gar nicht genau, in welcher Stadt ich bin, weil die Server gerade so buggy sind. Und viele haben mir auch geschrieben, dass sie gar nicht auf die Server kommen. Und ich dachte mir, komm, wenn wir schon hier sind, dann besuchen wir gleichzeitig auch den Weihnachtsbaum von Livonia, liebe Leute. So sieht das Ganze aus. Ich weiß auch gar nicht, ob da jetzt irgendwie Geschenke liegen oder so. Könnten wir mal kurz gucken gehen. Aber ich glaube nicht. Sieht doch nice aus, Leute, oder? Bohemia, auch wenn ihr die Server nicht richtig hinkriegt. Aber einen Weihnachtsbaum, den kriegt ihr rein. Nice. Egal, ich bin jetzt immer noch auf der Suche nach einem Bambi, dem ich helfen kann oder eventuell meine MP verschenken kann. Und ich würde sagen, ich probiere es jetzt hier einfach mal weiter. Denn ich weiß nicht, was mich erwarten wird. Vorher wurde ich ja schon von Wölfen gejagt. Und wie gesagt, ich habe den Server gewechselt einfach nur... Oh, guck mal. Ein Geschenk. Was ist da drin? Holy shit. Oh, da war ein Schuss. Aber die Schüsse waren ein bisschen weiter weg. Wie gesagt, ich werde jetzt versuchen, auf jeden Fall noch einen Spieler zu finden oder mehrere Spieler. Vielleicht sogar Bambis, die wirklich meine Hilfe brauchen. Oder eventuell einen Bambi, der nicht equipped ist, wo ich einfach meine MP ihm schenken kann mit Magazin und natürlich Schuss dazu. Damit er in Livonia einfach noch ein Stückchen weiterkommt. Ja, was steht da? Bielava, okay, Bielava. Das heißt, ich könnte eigentlich in der Nähe von Lukow oder Brena sein. Ich jump jetzt hier einfach mal über die Straße. Ich hoffe natürlich nicht, dass ich jetzt auf feindliche Spieler treffe. Das wäre natürlich mehr als assi. Ja, und ich weiß nicht, was gerade los ist, aber... Bohemia hat wohl Probleme mit der Livonia-Map. Deswegen kommen auch sehr, sehr viele nicht auf die Server. Ich habe es jetzt auch ein paar Mal probiert. Und ein Server hat halt funktioniert. Blöd war halt nur, dass ich dann wieder Server-Hopping gemacht habe. Und dass ich natürlich wieder wo ganz anders bin. Aber dann dachte ich mir, ach komm, wenn wir gerade schon hier sind, dann zeige ich euch auch gleichzeitig den Weihnachtsbaum. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Die Schüsse müssten eigentlich aus dieser Richtung gekommen sein. Ich habe eigentlich auch keine Lust, jetzt in ein Schussfest reinzulaufen. So,
Achso, ich hoffe natürlich, dass wir hier auch Spieler finden. Und dass ich jetzt nicht wieder blöd in der Gegend rumirre, weil ohne Scheiß, Leute, ist wirklich Real Talk. Ich habe es bestimmt 4 Stunden probiert, irgendwas auf dieser Livonia-Map irgendwie Spieler zu finden. Und ganz ehrlich, es war kaum einer online. Alle Server waren relativ niedrig. Und um ehrlich zu sein, es ist jetzt auch schon ein Tag später, weil ich dann auch irgendwann echt keine Lust mehr hatte, da irgendwas zu suchen oder irgendjemanden zu suchen. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf. Ein Bambi braucht immer Hilfe. Aber ich würde mal behaupten, der, wo so geschossen hat, der braucht meine Hilfe nicht. Deswegen glaube ich, ich weiß es nicht. Soll ich ihn umlaufen oder soll ich mal dorthin, um zu gucken, was da geht? Also mich würde es jetzt schon interessieren. Also ich habe jetzt wirklich, wie gesagt, lange gebraucht, um irgendwie hier auf den Servern irgendwas geschissen zu kriegen. Deswegen, wir pushen da jetzt einfach mal rüber und gucken mal. Ruhe. Dann verraten mich die Schweine halt einfach. Da könnte natürlich sein, dass er da oben in dem Fenster sitzt. Vielleicht rausaimt. Ich weiß es nicht, Leute. Ich bin mir nicht sicher. Ich muss aber auch ehrlich zugeben, ich bin mir jetzt auch gerade gar nicht so sicher, ob die Schüsse hierher kamen. Sie waren schon relativ weit weg, deswegen bin ich mir dessen nicht sicher. Aber wir gucken einfach mal. Hello? Somebody here? Anscheinend nicht. Oh. Oh, aber der ist ziemlich weit weg, der Schuss. Ich befürchte auch, dass das keine freundlichen Spieler sind, Leute. Ich weiß jetzt natürlich nicht, auf was der geschossen hat. Ob der jetzt auf Tiere geschossen hat, um sich natürlich Essen zu holen, oder ob er auf einen Spieler geschossen hat. Das weiß ich nicht, aber wir können es gerne in Erfahrung bringen. Denn ich war zu lange alleine, Leute. Ihr wisst Bescheid. Alleine sein ist nie gut. Werde ich wieder von Zombies angegriffen. Und muss mich natürlich wieder verteidigen und sie zu Boden schmeißen. Was ist das denn? Okay. Die Schüsse hören irgendwie nicht auf. Ich befürchte, das ist auf dem Airfield. Oder besser gesagt, auf irgendeiner Military Base. Oh ja, ich bin in Lukov. Nice. Habe ich ja schon mal richtig geraten. Ah, das ist natürlich sehr riskant, jetzt hier über dieses Feld zu rennen. Er könnte natürlich irgendwo da vorne in der Waldlichtung sitzen und übers Feld aimen. Deswegen, ich muss mich beeilen und vielleicht von Heuballen zu Heuballen. Das ist vielleicht gar nicht dumm. Alles klärchen. Also wir haben den Wald jetzt erreicht. Jetzt versuche ich hier einfach mal durchzulaufen. Ich glaube nämlich, dass es in diese Richtung zu einer Military Base geht, wenn nicht sogar so ein Airfield. Da war ich mit Trafnik sogar schon. Und ich glaube nämlich, dass da die Schüsse herkommen. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, ich bewege mich jetzt mal in diese Richtung, wo die Schüsse herkamen. Einfach nur mal, um zu gucken, was da geht. Wer weiß, vielleicht finde ich auch freundliche Spieler. Und wenn nicht, dann muss ich halt schießen. Oh, der könnte natürlich auch hier auf dem Sendemast sein. Ich weiß gar nicht, ob man da hochklettern kann. Ich bewege mich jetzt einfach erstmal zu einem Sendemast, dann habe ich nämlich einen Orientierungspunkt. Oh. Oh, Leute, hier ist ein Zelt. Oder hier sind Zelte. Sollen wir mal gucken, was da drin ist? Nice! Vielleicht finden wir ja was Gutes. Und tatsächlich, da ist ja sogar Loot drin. Oh, die haben genug.
die haben definitiv genug, Leute. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich bediene mich hier einfach so ein bisschen. Und dann läuft es nämlich einwandfrei. So, jetzt kriegen sie hier von mir die MP, die nicht equipped ist. Dafür nehme ich halt die hier. Nimm davon noch ein bisschen Schuss mit. Magazine für meine Kass ist immer gut. Nice. Also so würde ich das jetzt einfach mal behalten, ne? Jetzt gucken wir noch in das andere Zelt rein. Ich möchte eigentlich mich jetzt nicht extrem lange hier aufhalten. Das kann natürlich gut möglich sein, dass sie gleich wieder kommen. Klebeband nehme ich mit, das ist nämlich ganz gut. Oh, die haben sogar eine Mosin. Oh Leute, was habt denn ihr hier für geilen Loot? Ich lasse, glaube ich, mal die Schrotflinte weg. Und nehme dafür, ja, die Mosin mit. So, dann nehmen wir die Muni noch da dafür. So, danke, Leute. Und jetzt hoffe ich, dass ich nicht abgeknallt werde, wenn ich hier rauslaufe. Aber ich glaube, ich mache einen großen Bogen jetzt da drum. So, ich bedanke mich für den neuen Loot, Leute. Jetzt wäre es natürlich mega nice, wenn wir einen Bambi finden würden, dem ich natürlich helfen kann. Das wäre natürlich richtig gut. Weil jetzt habe ich natürlich ein bisschen Stuff, wo ich auch wirklich ohne schlechten Gewissen ihm einfach übergeben kann. Ich hocke mich jetzt erstmal ganz kurz in diese Hütte hier rein. Und schau mal ganz kurz, was ich denn jetzt alles so erbeutet habe. Und ob wirklich alles nachgeladen ist, das weiß ich nämlich ja noch gar nicht. Die Mosin ist geladen, hat ein Zielvisier drauf. Und welches ist das? Ein Snipervisier. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Ich hätte natürlich noch viel mehr mitnehmen können, Leute. Aber das Problem ist, ich bin schon so voll. Meine Ausdauerleiste ist natürlich schon so klein. Ich kann nicht mehr arg viel mitnehmen. Sonst kann ich wirklich, wenn es brenzlig wird, nicht wirklich wegrennen. Deswegen, ich würde sagen, ich hau jetzt hier einfach mal ab. Und wir suchen uns einen Bambi. So, kleines Update, liebe Leute. Ich habe es schon befürchtet. Ich bin hier in der Nähe von einer Military Base. Hier vor mir ist der Zaun. Ich weiß nicht, ob das so clever ist, wenn ich da jetzt reingehe. Weil ich weiß jetzt natürlich nicht, ob diese zwei, die mit den Zelten, ob die jetzt hier online sind und eventuell hier in der Military Base sind. Ich könnte es natürlich in Erfahrung bringen. Ich pushe jetzt mal runter zu dem Zaun. Oh shit, der ist ein bisschen arg groß, der Zaun. Aber da sind Baracken. Das ist nicht schlecht. Ja gut, würde mich auch nicht wundern. Die Zelte waren jetzt auch nicht weit weg. Das heißt, es ist denen wahrscheinlich ihr Hotspot hier. Und da fangen die halt nämlich an zu looten und bringen dann alles ins Zelt. Oh shit, was ist das da oben? Okay, das ist ein Sack. Jetzt gucken wir doch einfach mal, was hier drin geht. Ich mach mal kurz zu. Oh Leute, ich habe aber schon lang kein Dosenspeck mehr gefunden. So auf Dosenspeck hätte ich richtig Bock. Ich weiß leider nicht, wie groß diese Military Base ist. Vielleicht ist es sogar dieses Airfield, was ich gesagt habe. Oh shit. Okay, da vorne sind auf jeden Fall... Da ist ein Prison. Ich pirsch mich da jetzt einfach mal ran. Dann schauen wir mal, was geht. Da ist ein Sack. Da liegt auf jeden Fall ein Rucksack auf dem Boden. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier alleine bin. Schon mal leer. Ah, die ist auch leer gelootet worden. Da ist ja wirklich kein Staubkrümel mehr auf dem Boden. So, ich würde jetzt sagen, ich pushe jetzt mal in Richtung Prison. Und schließe ganz ordentlich die Türe hinter mir. Okay, hier hat einer ein Lagerfeuer gemacht. Kann gut möglich sein, dass der noch hier oben ist.
ne? Nein, leider nicht. Jetzt haben wir da hinten noch eine Baracke. So, jetzt pushen wir nochmal kurz in die Baracke. Scheint aber eine ziemlich große Military Base zu sein. Ich habe es gerade an der Straße gesehen, da geht es noch ganz schön weit. Leuchtfackel. Hier liegt ein Schaft für eine KA. Ich würde sagen, ich laufe jetzt erstmal kurz hier hoch, nur mal zu gucken, wie groß diese Military Base ist. Aha. Ah, okay, da kommt der Zaun wieder da oben. Das ist wahrscheinlich das letzte Gebäude hier. Ist jetzt natürlich schwer zu sagen, ob die Schüsse genau hierher kamen. Aber die zwei haben eigentlich ein ganz cooles Versteck gehabt mit ihren Zelten. Relativ nah an der Military Base. Gar nicht dumm. Hier kriegst du natürlich permanenten Loot. So, ich glaube, wir stürmen jetzt hier noch dieses Bürogebäude. Aber auch leer aus. Keine Menschenseele hier. Nun gut. So Leute, ich glaube, wir wären dann jetzt auch wieder am Ende von diesem Video. Ihr wisst Bescheid, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht habt. Und in diesem Sinne, bleibt geschmeidig. Bis zum nächsten Mal.